Coup ist ein uraltes Gesellschaftsspiel. Es versinnbildlicht eine Schlacht zweier Armeen um ihren König. Schon die Wikinger spielten es. Darum wird es auch Wikingerschach genannt. Coup leitet sich vom schwedischen Wort Fettkuber ab, was so viel bedeutet wie Klotz vom Holzhacken. Die Spielelemente sind 10 handliche Holzquader, ein Klotz mit einer Krone und 6 Wurfstäbe. Die Holzquader sind die namensgebenden Coups, aber auch Bauern oder Knechte genannt. Der Klotz mit der Krone ist etwas größer und breiter. Es ist der König und das wichtigste Objekt in diesem Spiel. Alle Elemente sind aus Holz, meistens aus Fichtenholz. Es muss ein großes rechteckiges Spielfeld angelegt werden. Dazu sind dem Spiel 4 Holzpfähle zum Abstecken beigelegt. Die Maße vom Spielfeld und Spielfiguren variieren sehr von Spiel zu Spiel. Vermutlich liegt dies darin begründet, dass Coup ein Spiel für jedermann ist. Egal ob alt oder jung, unerfahren oder professionell, kleinere Maße machen das Spiel einfacher. Coup kann auf allen möglichen ebenen Oberflächen gespielt werden. Auf Stein, auf Sand, auf Eis, auf Schnee, aber meistens spielt man es auf Rasen. Zur Spielvorbereitung gehört das Abstecken des Spielfeldes, was man ganz einfach über Schrittezählen arrangieren kann. Dann müssen die Coups platziert werden. Man verteilt jeweils 5 auf den kurzen Seiten der Grundfläche. Sie sollten relativ gleichmäßig auf der Linie verteilt werden, die man künftig als Basislinie bezeichnet. Die Coups darauf gelten als Basiscoups. In die Mitte des Feldes wird der König gestellt. Er teilt so das Spielfeld in 2 Hälften. Seine Position markiert die Mittellinie, die Grenze beider Felder. Das Spiel ist vorbereitet. Es braucht nur noch 2 bis 12 Leute, die Coup spielen wollen. Es sind immer 6 Stäbe zu werfen, 6 Würfe also. Also können auf jeder Seite maximal 6 Personen stehen. Coup funktioniert mit allen möglichen Konstellationen. Es reicht auch nur eine Person pro Seite. Zu Beginn muss geklärt werden, welche Mannschaft beginnen darf. Dazu stellt sich auf jeder Seite eine Person an die Mitte der Basislinie und zielt mit einem Stab auf den König. Es wird dabei gleichzeitig geworfen. Dazu zählt jemand den Countdown. Beginnen darf, wessen Stab dichter am König landet, beziehungsweise wer den König dabei nicht versehentlich umwirft. Die Wurftechnik der Stäbe ist insofern vorgeschrieben, dass Stäbe nur gerade von unten her geworfen werden dürfen, nicht seitlich, von oben her oder sonst wie. Der Stab darf nicht horizontal rotieren. Solche Würfe gelten nicht und werden wiederholt oder annulliert. Es wirft immer nur einer und es wird auch immer nur ein Stab geworfen. Man darf nicht von außen werfen, beide Füße müssen zwischen bzw. hinter den Seitenlinien stehen. Jede Mannschaft hat das Ziel, alle Coups auf der gegnerischen Seite zu Fall zu bringen. Denn erst dann darf der König abgeworfen und somit das Spiel damit gewonnen werden. Die Königswürfe werden immer von der Basislinie aus durchgeführt. Schafft man es nicht, alle Coups und den König zu treffen, was ja eine Trefferquote von 100% bedeuten dürfte und zugegeben etwas langweilig sein würde, geht das Spiel weiter und die andere Mannschaft ist an der Reihe. Sie sammelt zunächst alle Stäbe und umgeworfene Coups ein. Dann müssen diese Coups in die gegnerische Spielhälfte geworfen werden. Die Wurftechnik der Coups ist insofern vorgeschrieben, dass auch Coups nur gerade von unten her geworfen werden dürfen, allerdings aufrecht, mit geradem Rücken und nicht vorgebeugt, wie man es beim Werfen der Stäbe tun darf. Man darf die Coups aber mit dem Handgelenk oder mit den Fingern andrehen. Coups dürfen nur von der Basislinie aus geworfen werden. Bleibt ein Coup außerhalb des gegnerischen Spielfelds liegen, darf man es noch einmal versuchen, ihn ins Feld zu werfen. Schafft man es dann immer noch nicht, wird der Coup zum Strafcoup und die andere Mannschaft darf ihn in ihrem Feld platzieren, wo sie will. Nur nicht dichter als eine Stablänge vom König oder einem der Absteckpfähle. Der Einwurf geht 3 um, sodass jeder mal an der Reihe ist. Nachdem alle Coups in die gegnerische Hälfte geworfen sind, werden sie von der gegnerischen Mannschaft an ihre Position aufrecht hingestellt. Ein Coup muss an seiner kurzen Seite heraufgedreht werden. Dabei ist es eine wichtige taktische Entscheidung, welche Seite man nimmt, da davon der Abstand zu anderen Coups und die Schwierigkeit, mit einem Wurf mehrere Coups zu treffen, abhängt. Coups dürfen nicht außerhalb des Spielfelds aufgestellt werden und müssen, falls sie dichter als eine Stablänge zum König stehen, auf eine Stablänge von ihm entfernt werden.
Um langwierige Spiele zu beschleunigen, gibt es eine Regelung, bei der Coups, die beim Wurf auf anderen Coups landen und sie anschlagen, zusammen oder aufeinander gestellt werden können. Man kann es noch mehr beschleunigen, wenn man umgefallene Coups ganz aus dem Spiel nimmt. Alle geworfenen Coups bezeichnet man nun als Feldcoups. Die Mannschaft, die nun an der Reihe ist, muss erst alle Feldcoups umwerfen, bevor sie die Coups auf der Basislinie, die sogenannten Basiscoups, abwerfen darf. Fällt ein Basiscoup doch vorher, stellt man ihn wieder auf. Schafft die Mannschaft es nicht, alle Feldcoups abzuwerfen, markiert der vorderste, nicht umgeworfene Feldcoup nun eine neue Wurflinie, von der die andere Mannschaft nun ihre Stäbe auf die Coups werfen darf. Vorher müssen aber wieder alle umgefallenen Coups auf die andere Seite. Fällt der König, bevor alle gegnerischen Coups liegen, hat die Mannschaft des Werfers das Spiel verloren. Wie sich zeigt, kann so ein Coupspiel sehr unterschiedlich verlaufen. Nach einer Partie gibt es in der Regel noch eine Revanche. Der Charme des Spiels besteht in seinem ebenso einfachen wie genialen Spielprinzip und seiner fördernden Geselligkeit. Dadurch verdankt sich das schwedische Spiel einer großen Beliebtheit, die sich durch mehrere Kulturen zieht. Coup verbreitete sich dank der hanseatischen Handelsliga im gesamten Ostseeraum und war Ende des 14. Jahrhunderts in ganz Skandinavien, England, Nordfrankreich und Deutschland bekannt, geriet aber auf seltsame Weise wieder in Vergessenheit. Auf abgelegenen schwedischen Höfen überstand das traditionelle Coup-Spiel die Jahrhunderte. Anno 1990 wurde es wiederentdeckt und zieht seitdem immer größere Kreise. Seit 1995 findet in Rhön auf Gotland jedes Jahr die WMI Coup statt, die offizielle Weltmeisterschaft des Coups. Da das Volk der Wikinger um die halbe Welt gereist ist, verwundert es auch nicht so sehr, dass man weit im Süden auf Relikte alter Gesellschaftsspiele stieß, deren Spielprinzipien dem sogenannten Wikingerschach sehr ähneln. So weiß man heute, dass sogar die alten Griechen so etwas wie Coup gespielt haben. Ihr Spiel hieß aber sicherlich nicht Coup, denn es bestand aus Steinplatten. Das älteste Coup-ähnliche Spiel fand man sogar in einer altägyptischen Grabkammer. Also muss es weit über 7200 Jahre her sein, dass Menschen das erste Mal so etwas wie Coup spielten. Auf welchen Wegen das Spiel nun seinen Weg nach Schweden fand, ist ungewiss. Auch ist man sich uneinig, ob die Wikinger, die schließlich mit das furchterregendste Volk der Geschichte sind, Coup damals noch mit Knochen und Schädeln spielten und wie sich ihre Regeln von unseren heute unterschieden. Schließlich waren sie, neben den Indianern, ja auch die besten Axtwerfer. Es wird sogar darüber gestritten, ob Wikinger überhaupt etwas mit Coup zu tun hatten. So gibt es Theorien, dass das heutige Coup-Spiel und seine Regeln erst anfangs des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind. Es wird behauptet, Coup sei gar in einem kleinen Ort namens Kube entwickelt worden. Es gibt tatsächlich ein paar Spiele, die Coup sehr ähneln. Beim finnischen Mölki spielt jeder gegen jeden. Wie auch immer, als ein echter Vorläufer von Coup kommt Kyker in Frage. Ein in Finnland sehr beliebtes Spiel mit ähnlichen Figuren zum Abwerfen, aber anderem Spielhintergrund, anderem Wurfstab und anderer Technik. Gegen all diese Theorien und für einen wahren und einzigen Wikinger-Ursprung spricht, dass es beim Coup nur einen König gibt, genau wie beim Hnefatafl, einem bekannten Brettspiel der Wikinger. Erwiesen ist nix, nur dass Coup-Spielen einfach ist und dass es jeder kann. Also los!